Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meine lieben Geschwister, auch wenn wahrscheinlich viele denken, dass wir noch nach Maghrib anfangen, hatten wir angesagt gehabt, dass wir um 18 Uhr anfangen und deswegen fangen wir auch inshallah jetzt an, weil sonst wird es zu spät werden. Und wir wollen heute inshallah ta'ala weitermachen in unserer Reihe über die Sira unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und uns ist ja aufgefallen, das letzte Mal, dass wir diesen wichtigen Part in der Sira, wo sich unser Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Höhle befand, ausgelassen hatten. Oder ich davon ausgegangen war, dass wir das schon besprochen hatten, aber es noch nicht besprochen gewesen war. Und das wollen wir heute insha'Allah ta'ala nachholen. Sodass wir in der kommenden Woche inshallah uns dann mit der Ankunft unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zunächst in Quba und dann direkt in der Stadt unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam beschäftigen können. Kehren wir noch einmal zurück zu dem Zeitpunkt, als unser Prophet sallallahu alaihi wasallam Mekka verließ. Und erinnern wir uns noch einmal an dieses schöne Dua, was Allah subhanahu wa ta'ala unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam beibrachte, als er Mekka verließ. Welches Dua war das gewesen? Und zwar ein Dua, welches Allah ihm direkt beibrachte in Surat al-Isra. Allah Ta'ala, er sagt, وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْق وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْق وَجَعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. Und sag, mein Herr, gewähre mir einen wahrhaftigen Eingang und gewähre mir einen wahrhaftigen Ausgang und schaffe mir von dir aus eine hilfreiche Macht. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sollte Mekka nicht eher verlassen, bevor er dieses schöne Dua aufsagt. Dieses Dua, was uns noch einmal zeigt, wie wichtig der Sidq in unserer Religion ist, die Wahrhaftigkeit in unserem Glauben ist. Alles, was ich tue als Muslim, sollte immer mit was beginnen? Mit der Wahrhaftigkeit. Allah Ta'ala, er prüft mich als Mensch, gerade aber auch als Muslim, ob ich wahrhaftig sadiq oder ein Lügner, kadhib bin. Allah Ta'ala, er sagt, Alif Lam Mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Glauben etwa die Menschen, dass sie gelassen werden zu sagen, wir glauben, ohne durch eine Fitne, eine Versuchung geprüft zu werden? ولقد فتنا الذين من قبلهم. Und wir haben schon jene durch Versuchungen geprüft, die vor ihnen waren. Und jetzt kommt der wichtige Zusatz. Warum? Aus welchem Grund? فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Auf das Allah jene kennt, welche sadiq, welche wahrhaftig gewesen waren, und auf das Allah jene kennt, welche gelogen haben. Allah Ta'ala, er prüft deine Absicht immer wieder. Und du solltest als Muslim ebenfalls deine Absicht immer wieder prüfen auf die Wahrhaftigkeit hin.
Ich beginne etwas mit Sidq und ich beende etwas mit Sidq. Wenn ich am Anfang Sadiq gewesen bin, bin ich in der Regel auch am Ende Sadiq. Bin ich jedoch am Anfang nicht Sadiq gewesen, dann kann es gefährlich werden für mich. Und deswegen sollte ich als Muslim immer wieder auch dann meine Absicht überprüfen. Und aus diesem Grund sagt unser Prophet in diesem Dua, Rabbi adkhilni mudkhala sidq. Mein Herr, gewähre mir einen wahrhaftigen Eingang. Mein Beginn soll wahrhaftig sein. Wa akhrijni mukhraja sidq. Und gewähre mir einen wahrhaftigen Ausgang. Beide Enden müssen wahrhaftig sein. Nur dann akzeptiert Allah subhanahu wa ta'ala meine Tat. Und deswegen als Muslim muss ich meine Absicht vor einer Tat überprüfen und während einer Tat überprüfen und insbesondere auch nach einer Tat überprüfen. Weil der Shaitan, er kann immer wieder kommen und er kann mir etwas einflüstern, sodass meine Wahrhaftigkeit vergeht. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er verließ also Mekka nicht ehe er und bevor er dieses schöne Dua aufgesagt hat. Und daraufhin wandte sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam noch einmal nach Mekka, nachdem er schon einen Teil Mekkas hinter sich gelassen hatte und sagte: Wallahi anti la ahabbul biladi ilayya. Du bist wahrlich der Ort, den ich am meisten liebe. وَلَوْلَا أَنَّ أَهْلَكِ أَخْرَجُونِ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ أَبَدًا. Und hätten mich deine Bewohner nicht vertrieben, wäre ich niemals gegangen. Hätte ich Mekka niemals verlassen. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er musste seine Heimat verlassen. Und die Liebe zur Heimat ist nicht nur etwas Menschliches, sondern die Liebe zur Heimat ist auch etwas, was zu unserem Iman gehört. Und deswegen, wenn ich hier in Deutschland lebe, dann sollte mir nochmal klar sein, dass das zunächst erst einmal meine Heimat ist. Und für die meisten, zumindest diejenigen, die hier geboren sind und aufgewachsen sind, ist Berlin und Deutschland die Heimat. Aber es gibt immer wieder Leute, die mir weismachen wollen, nein, das darfst du hier nicht lieben. Du musst dich von dieser Gesellschaft abwenden. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, obwohl in Mekka die Menschen ihn vertrieben haben, hat seine Heimatstadt Mekka geliebt. Obwohl die Bewohner zu diesem Zeitpunkt nicht gläubig gewesen waren. Und genau diese Einstellung muss ich als Muslim haben gegenüber meiner Heimat. Letzte Woche war das, ich glaube direkt nach dem Anschlag. Ja, das war vor zwei Wochen war das, nach dem Anschlag. Es war am Freitag, als wir eine Kundgebung hatten am Breitscheidplatz. Dann habe ich auch Dua gemacht, unter anderem auch für unsere Stadt Berlin und für unsere Heimat Berlin. Und da gab es so zwei, drei Leute, die dann zu mir kamen und auch zu anderen und gesagt haben, ihr müsst die Wahrheit sagen. Ich sagte, was denn für Wahrheit? Ja, ihr dürft nicht immer so reden, wie es die Deutschen, in Anführungsstrichen, hören wollen. Und die deutschen Politiker hören wollen. Ich sage, aha, okay, was habe ich denn falsch gesagt? Ja, du hast gesagt, möge Allah Berlin bewahren. Warum hast du nicht gesagt Syrien? Ich so, okay. Darf man kein Dua für die Stadt machen, in der man geboren und in der man aufgewachsen und in der man lebt? Ich bin hier geboren, hier aufgewachsen, ich lebe hier. Ich liebe diese Stadt, das ist meine Heimat. Warum sollte ich ja bitte schön nicht für meine Heimatstadt Dua machen? Das hat das eine mit dem anderen zu tun. Rein gar nichts. Das ist doch genau das, was uns die Feinde immer wieder, die Feinde des Islams, die es zu Genüge gibt, wie wir wissen, schon vor Neuseeland, ja, was sie uns immer wieder sagen wollen, dann geht doch in eure Heimatländer. Deutschland ist meine Heimat. Und ich lasse mir meine Heimat von niemandem nehmen. Und schon gar nicht von einem Nazi und einem Rassisten. Deutschland ist meine Heimat, Berlin ist meine Heimatstadt. Ich kenne keine andere, ich kenne weder den Irak noch Polen. Ich war noch nie dort gewesen. Und deswegen, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat uns das auch einmal gezeigt. Ja? Er hat uns gezeigt, man kann die Liebe zu einem Ort haben, selbst wenn die Menschen an diesem Ort vielleicht nicht gut sind.
Aber es ist meine Heimat. Kommen wir jetzt insha'Allah ta'ala noch einmal dieser Einleitung, ja, zu diesem Thema, zu dem Moment, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam jetzt in der Höhle im Süden Mekkas ankam. Ghar Thawr. Und der Grund, wir hatten ja auch schon darüber gesprochen gehabt, warum der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gerade diese Höhle ausgesucht hatte, war welcher gewesen? Könnt ihr euch erinnern? Was war der Grund, warum er gerade diese Höhle ausgesucht hatte? Und nicht eine andere Höhle? Und einen anderen Ort? Warum ist er nicht direkt nach Medina ausgewandert? Oder geflüchtet, besser gesagt. Was war der Grund? Warum gerade Süden Mekkas? Der Süden Mekkas? Und warum erst einmal in einer Höhle und nicht direkt? Ja, ihr könnt ruhig reden. Also, was ist der Grund, warum im Süden Mekkas? Warum nicht im Norden? Du guckst so, als würdest du es... Genau die entgegengesetzte Richtung. Das heißt, normalerweise würde man erstmal davon ausgehen, wenn man jemanden verfolgt, er geht in die Richtung, wohin er möchte. Sie wussten, dass er nach Medina möchte, nach Yathrib. Ja? Und der Prophet, um erst einmal sie abzulenken, ist in den Süden gegangen. Und hat sich dort erstmal 3 Tage versteckt, weil er wusste, alle werden nach ihm suchen. Und es wäre ein leichtes gewesen, ihn dann aufzufinden. Und deswegen ist der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gemeinsam mit Abu Bakr dann in die Höhle gegangen. Was war das allererste gewesen, was Abu Bakr tat, bevor der Prophet sallallahu alaihi wa sallam die Höhle betrat? Er machte sich zunächst also einmal sicher. Er wollte sich vergewissern. Ist alles in Ordnung in der Höhle? Sind da vielleicht wilde Tiere drin? Irgendwelche gefährlichen Insekten, Schlangen, Skorpione? Er überprüfte alles, machte alles sauber. Und daraufhin bat er den Propheten sallallahu alaihi wa sallam hinein. Aber es gab noch ein Loch in der Höhle, was er nicht stopfen konnte. Und er verdeckte dieses Loch mit seinem Fuß. Und er sagte dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, komm hinein. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam kam hinein. Und sie ruhten sich aus. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er legte seinen Kopf auf den Schoß unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und in diesem Moment wurde der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wurde Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu wa arda von einem Insekt gestochen und er unterdrückte sich die Schmerzen, um den Propheten sallallahu alaihi wa sallam in seinem Schlaf nicht zu stören, aber eine Träne fiel auf das Gesicht unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam und der Prophet wachte auf und er rieb dann mit seinem edlen Speichel die Wunde ein, an der Abu Bakr as-Siddiq gestochen wurde. Und hier sehen wir noch einmal, welche eine Liebe Abu Bakr zum Propheten hatte. Und wir hatten das letzte Mal erwähnt gehabt, als wir aufgezeigt hatten auf der Reise nach Medina, wie der Abu Bakr as-Siddiq immer wieder versuchte, den Propheten zu schützen, alles für ihn bereitstellte und sogar in einer Situation gesagt hat, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er trank von der Milch hatta radit, bis ich zufrieden war. Also er hatte regelrechte Mutterinstinkte gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam gehabt. So sehr war er erfüllt mit Liebe zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam. Allah Ta'ala, er berichtet über genau dieses Ereignis. Das heißt, an diesem Ereignis gibt es keine Zweifel, dass es auch wirklich so stattgefunden hat. Wir wollen uns einfach mal anhören, was Allah subhanahu wa ta'ala genau über dieses Ereignis berichtet und in welchem Kontext Allah subhanahu wa ta'ala über dieses Ereignis berichtet. Und zwar in Surat At-Tawbah. Um welche Schlacht geht es in Surat At-Tawbah? Und worum geht es ganz konkret in Surat At-Tawbah?
Was ist das Thema von Surat At-Tauba? Die Schlacht von Tabuk. Wen stellt Allah in dieser Sura bloß? Wer wird bloßgestellt in dieser Sura? Weiß das jemand? Wer wird bloßgestellt in dieser Sura? Ja. Genau, die Heuchler, ganz wichtig. Die Heuchler. Es ist unglaublich wichtig, dass wir diesen Kontext verstehen. Das heißt, in dieser Sura geht es auf der einen Seite um Leute, die Einsatz zeigen auf dem Wege Allahs und bereit sind, alles zu geben. Und auf der anderen Seite geht es um Heuchler, welche vorgeben, Muslime zu sein, aber in Wirklichkeit keine Muslime sind. Und sich vor jeglichem Einsatz auf dem Wege Allahs scheuen. Und in diesem Kontext spricht Allah Ta'ala, also Jahre später, nachdem die Hijra stattgefunden hatte, spricht Allah Ta'ala über was? Über dieses Ereignis in der Höhle. Ich werde euch gleich sagen, warum das so wichtig ist. Werde ich euch gleich sagen. Lasst uns mal nur ganz kurz die beiden Verse vorher anschauen, damit wir das verstehen. Weil wir wollen ja auch verstehen, warum Allah Ta'ala diesen Vers und dieses Ereignis gerade in diesem Kontext erwähnt. Ja, ayyuha alladhina amanu ma lakum idha qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard. O, die ihr glaubt, was ist mit euch? Dass wenn zu euch gesagt wird, rückt aus auf Allahs Weg, ihr euch schwer zur Erde sinken lasst. Also mit anderen Worten, ihr seid nicht bereit, irgendetwas zu tun. Kommt nicht aus der Potte. Auf gut Deutsch gesagt. Seid faul. Araditum bil hayati dunya min al akhirah? Seid ihr mit dem diesseitigen Leben mehr zufrieden als mit dem Jenseits? فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٍ. Aber der Genuss des diesseitigen Lebens wird im Jenseits nur gering erscheinen. إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Wenn ihr nicht ausrückt, wird er euch mit schmerzhafter Strafe strafen. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا. Und euch durch ein anderes Volk ersetzen. Und ihr könnt ihm keinerlei Schaden zufügen. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Allah hat zu allem die Macht. Das sind die beiden Verse vorher. Was sagen uns diese beiden Verse? Allah Ta'ala, er spricht die Gläubigen an. Er zeigt auf, also so wie ihr handelt. Und nicht bereit seid, dem Ruf des Propheten zu folgen, deutet darauf hin, dass euer Iman schwach ist. Dass ihr nur noch für diese Dunya lebt. Und dass, wenn ihr so weitermacht, Allah Ta'ala euch austauschen wird. Und jetzt, nachdem Allah Ta'ala über diesen Austausch spricht, spricht er darüber, mit wem er sie austauschen würde. Nämlich mit Leuten wie Abu Bakr. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Wenn ihr ihm nicht helft, so hat Allah ihm schon damals geholfen. Allah gibt uns ein Beispiel von Leuten, die aufrichtig waren, die an seiner Seite gestanden haben. إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنَ. Als diejenigen, die ungläubig waren, ihn als einen von zweien vertrieben. Hier wird ganz klar gesagt, dass sie zu zweit waren. Und alle sind sich darüber einig, ob Schiiten oder Sunniten. Dass derjenige, der mit ihm war, wer war? Abu Bakr. Alle. In jedem Tafsir. Ob schiitischer Tafsir, ob sunnitischer Tafsir, steht welcher Name? Abu Bakr. Darüber sind sich alle Muslime einig. Ein Ijma' gibt es selten. Ja? Ein absoluter Ijma', ein absoluter Konsens. Also mit anderen Worten, worauf deutet das hin? Allah Ta'ala, er sagt uns, ja, oder den Gläubigen zur damaligen Zeit, wenn ihr nicht bereit seid, damals hat Allah ihm schon geholfen. Nämlich mit Abu Bakr as-Siddiq. Subhanallah. Wenn das mal kein Lob ist an Abu Bakr. Und dann wundere ich mich, wie einige Leute sagen, Abu Bakr war ein Heuchler. Wal-iyadhu billah. So, wie kann man so etwas sagen? Es gibt sogar einen, der heißt,
Yasir al-Habib. Das ist ein schiitischer Extremist. Wir reden jetzt nicht über Schiiten und Sunniten im Allgemeinen. Ich rede jetzt über ein ganz konkretes Beispiel. Und er ist ein schiitischer Extremist. Da sind sich sogar Schiiten darüber einig, dass er ein Extremist ist. Man muss sich vorstellen, er bezeichnet Aisha radiallahu anha als wal'iyadu billah, wal'iyadu billah als Zaniya und als Kafira. Ja? Als eine, die Sinna begangen hat und die vom Glauben abgefallen ist. Also ganz schlimm, ganz schlimm. Und ich habe mir ein Video von ihm angehört bezüglich dieses Verses. Und selbst er gesteht ein, dass sich die schiitischen Tafsir einig sind. Könnt ihr alle auf YouTube nachschauen. Dass sich die schiitischen Tafsir einig sind, dass derjenige, der mit ihm in der Höhle war, Abu Bakr war. Aber er sagt, jetzt, das werden wir gleich darauf eingehen, dass Allah gar nicht Abu Bakr hier lobt, sondern eigentlich teilt er ihn. Wir werden gleich noch darauf eingehen, inshallah. Das heißt, subhanallah, Allah spricht hier über Abu Bakr als jemand, der ein gutes Beispiel ist. إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ. Als sie beide in der Höhle waren. Und jetzt sagt er, إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ. Und als er zu seinem Gefährten sagt, Sahabi, ja, wenn es kein Sahabi ist, sondern ein Sahabi sein, wenn Allah ihn sogar so bezeichnet. La tahzan, sei nicht traurig. Inna Allah ma'ana. Allah ist gewiss mit uns. Allahu Akbar. Warum hat das der Prophet zu ihm gesagt? Die Überlieferungen sagen uns jetzt, dass die Quraysh es geschafft haben, zur Höhle zu gelangen. Es gibt jetzt mehrere Überlieferungen, mehrere, ja, die das beschreiben, ja, und die sogar einige sagen, die sind aber nicht authentisch, dass einer sogar von ihnen uriniert haben soll vor der Höhle und Abu Bakr dann gefragt haben soll, wie kann das sein, dass er uns seine Aura zeigt? Er meinte, ja, Allah Ta'ala, er hat uns geschützt, aber diese Überlieferung ist nicht ganz authentisch. Es gibt Überlieferungen, die sagen, dass sie davor standen und die authentisch ist, ist die Überlieferung, wo Abu Bakr as-Siddiq dann zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam sagt, Ya Rasulallah, lau anna ahadahum nazara ila qadamayhi absarana tahta qadamayhi, o Gesandte Allahs, würde einer von ihnen auf seine Füße schauen, dann würde er uns sehen und erblicken. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dann daraufhin zu ihm sagte, Ja Abu Bakr, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. O Abu Bakr, was glaubst du, was mit zwei ist? Dass ein dritter Allah ist. La tahzan, inna Allah ma'ana. Ganz wichtig, mit uns. Er sagt nicht mit mir allein. Er ist mit uns. Und meint ihr, Allah Ta'ala ist mit jemandem, der ein Heuchler ist? Wie kann man so etwas behaupten? Ich verstehe es einfach nicht. Es geht nicht in meinen Kopf rein. Ja, wie kann man von solch einer Persönlichkeit, die im Koran, das ist Koran, der sehr spät offenbart wurde, also am Ende des Islam, Surat At-Tabuk, Surat At-Tawbah ist eine spätmekkanische Sura, medinensische Sura. Wie kann man von solch jemanden, über den Allah so redet, behaupten, er war ein Heuchler gewesen? Wenn Allah sagt, Inna Allah ma'ana, Allah ist mit uns. Und mit wem ist Allah? Inna Allah la ma'al muhsinin. Allah ist mit den Gutestunern. Inna Allah ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Allah ist mit denjenigen, welche gottesfürchtig sind und welche Gutes tun. Allah Ta'ala ist nicht mit den Heuchlern. Allah Ta'ala ist nicht mit denjenigen, die schwachen Iman haben. Allah ist mit denjenigen, welche sich einsetzen auf dem Wege Allahs. Und deswegen sagt Allah Ta'ala, Inna Allah ma'ana. Allah Subhanahu wa Ta'ala, er ist mit uns. Allahu tharithuhuma. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, meine lieben Geschwister, er zeigt uns auf, welche Stellung der Prophet sallallahu auf der einen Seite und auf der anderen Seite, welche Stellung Abu Bakr as-Siddiq hat. Und jetzt, ja, zeigt uns Allah subhanahu wa ta'ala auf, ja, was er daraufhin getan hat. فأنزل الله سكينته عليه. Da sandte Allah seine innere Ruhe auf ihn herab. Auf wen? Manche sagen auf den Propheten, manche sagen auf Abu Bakr. Aber unabhängig davon, ja, er hat sie auf ihn herabgesandt. وأيده بجنود لم تروها. Und stärkte ihn mit Heerscharen, die ihr nicht saht. Was sind diese Heerscharen gewesen?
Es gibt jetzt einige Überlieferungen, die sind umstritten unter den Gelehrten, ob sie authentisch sind oder nicht. Eine der noch stärkeren, die von einigen akzeptiert werden, ist das Spinnennetz. Es gibt aber Überlieferungen, die auch sagen, dass zwei Tauben dort ihr Nest hatten. Es gibt noch andere Überlieferungen, ja, welche noch andere Dinge erwähnen, wie beispielsweise, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt haben soll, wenn sozusagen sie uns hier sehen, dann ist dort sozusagen, dann gehen wir durch dieses Tor und es öffnete sich ein Tor zu einem Strand, an dem ein Schiff war, was bereit stand für Abu Bakr und den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das ist keine authentische Überlieferung. Allah Ta'ala, er sagt nicht genau, wie er unterstützt hat. Er sagt sogar, es sind Soldaten gewesen, die ihr nicht sehen könnt. Wir wissen es nicht genau. Es mag sein, dass wirklich ein Netz dort war. Es mag auch sein, dass Allah Ta'ala einfach einen Schleier über ihre Augen gelegt hat, sodass sie nicht sehen konnten. Wichtig ist, Allah Ta'ala, er hat den Propheten und Abu Bakr as-Siddiq mit Soldaten unterstützt, die wir nicht sehen können. Und deswegen, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, manchmal erblickst du die Hilfe Allahs nicht auf Anhieb. Aber sei dir sicher, sie ist vorhanden. Und deswegen sagt Allah Ta'ala was? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Und wer Allah fürchtet, dem wird er einen Ausweg geben. Und jetzt ganz wichtig, der Zusatz. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Und er wird ihn versorgen, von wo er es gar nicht erwartet hat. Also mit anderen Worten, du erkennst nicht immer sofort die Soldaten Allahs. Du erkennst nicht immer sofort, von wo die Hilfe kommt. Vielleicht ist sie schon vorhanden, du hast sie aber noch gar nicht erblickt. Und deswegen leg immer dein ganzes Vertrauen in Allah. Und sei dir sicher, egal was dir geschieht, wenn du auf Allah vertraust, wird es einen Ausweg geben. Wenn du gottesfürchtig bist, wird Allah Ta'ala dir einen Ausweg schenken. Ganz gleich, wie aussichtslos die Situation auch sein mag. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, um diesen Vers auch noch abzuschließen, وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى. Und erniedrigte das Wort derjenigen, die ungläubig waren. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. Während Allahs Wort doch das Hohe ist. Allahs Wort ist immer das Hohe. Aber das Wort derjenigen, die ungläubig sind, versucht immer wieder das Wort Allahs zu erniedrigen. Aber es bleibt immer das Höhere. Und dann sagt Allah Ta'ala, Wallahu azizun hakim. Allah ist allmächtig und allweise. Und jetzt vielleicht noch interessant, um das Ganze abzuschließen, der Vers, der danach kommt. Was sollen wir daraus für eine Lehre ziehen? Infiru khifafan wa thiqala. Rückt aus, leicht oder schwer. وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Und müht euch mit eurem Besitz und eurer eigenen Person auf Allahs Weg ab. ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Das ist besser für euch, wenn ihr es nur wisst. Also welche Lehre ziehe ich daraus? Dass ich mich auf dem Wege Allahs abmühe. Eine letzte Geschichte, die Geschichte von wie heißt der Sahabi? Abu Ayyub al-Ansari. Als Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiyallahu anhu, schon Richtung Konstantinopel wollte, war er schon ein alter Greis gewesen. Und die Leute sagten, du brauchst dich nicht mehr zu beteiligen. Und daraufhin zitierte er genau diesen Vers. Abu Ayyub, der schon sehr alt war, im Firu khifafan wa thiqala. Rückt aus, leicht oder schwer. Und er sagte, für mich ist es schwer, ich bin alt, aber ich tue es trotzdem, weil Allah Ta'ala es von mir verlangt. Das ist die Festigung auf dem Wege Allahs. Deswegen, meine lieben Geschwister im Islam, damit wir heute auch zum Ende kommen, lasst uns diese Geschichte verinnerlichen und wissen, dass derjenige, der sich auf dem Weg Allahs einsetzt, Allah subhanahu wa ta'ala an seiner Seite steht. Möge Allah uns die Kraft geben, immer uns auf seinem Wege einzusetzen. Möge Allah uns alle festigen auf seinem Wege. Amin ya rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.